Hey, Obermelone hier mit einem neuen Bild. Immerhin heißt es ja so schön, neuer Tag, neues Glück, richtig? Hier erstmal meine Materialien, alle von Ohuhu. Fast alle heute haben sich Copics eingeschlichen. Und meine Molotow Acrylic Twins. Yeah, shake it. Okay, los geht's. Heute mache ich ein Redraw von dieser alten Zeichnung, da sie mir in Auftrag gegeben wurde. Und ich bin echt froh, dass ich ein Redraw davon machen kann, weil ich kann es echt nicht mehr sehen. Lustigerweise handelt es sich bei der Zeichnung nicht um den Charakter meines Auftraggebers, sondern um mein OC Flera, welche ich schon seit einigen Jahren habe. Und die originale Zeichnung ist schon ein paar Jährchen alt, von 2015, würde ich sagen. Und ich habe die Originalzeichnung damals an meinen jetzigen Auftraggeber verkauft, weil I was very short on money, I would say. Man war jung und brauchte das Geld. Aber ich bin das immer noch. Well. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich einiges an Details hinzugefügt, weil das alte Bild war einfach langweilig und es war nicht wirklich ein Outfit. Geben wir es zu. Ich muss sagen, manchmal bin ich wirklich froh, dass Leute meine Charaktere mögen und mich sogar beauftragen, sie zu zeichnen, weil andererseits komme ich meistens gar nicht dazu, sie überhaupt zu zeichnen. Weil, nun, wie es wahrscheinlich auch vielen anderen so geht, habe ich eine kleine OC-Sucht. Ich habe ein bisschen zu viele. Ich meine, allein hier sieht man schon vier davon. Oh, das ist wirklich nichts. Ja, gebe ihnen allen Liebe. Oh, da sieht man, dass ich Flera vor gar nicht allzu langer Zeit schon gezeichnet hatte. Und ich habe mich an dieser neueren Zeichnung auch direkt orientiert. Ich wünschte, ich hätte die Zeichnung schon bei der Skizze rausgeholt. Dann wäre mir eingefallen, dass ich Flera schon ein bisschen mehr so einen Mellow-Touch gegeben habe, dass sie nicht so happy-go-lucky ist. Aber na, fuck it. Mood Swings und so. Apropos Mood Swings, mal zu einem ganz anderen Thema. Ich swinge momentan nämlich auch ein bisschen. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Meine Güte, get your head out of the gutter. Jesus Christ. Nein, nein, ich rede gerade davon, dass ich nicht so genau weiß, wie ich meine Videos gerne machen möchte. Voice-Over machen echt Spaß, muss ich sagen. Es dauert zwar eine ganze Weile, bis ich es hinkriege, und ich versuche so wenig wie möglich mit einem Skript zu arbeiten, weil von einem Skript ablesen klingt einfach nur steif, wie man es vielleicht bei meinem allerersten Video gehört hat, bei Mel Koloriert Nummer 1. Ich will einfach nicht, dass meine Voice-Overs zu gestellt klingen, zu gekünstelt, zu steif, zu. Steif gesagt. Nein. Also bräuchte ich vielleicht ein bisschen euren Input, ob ihr Voice-Overs wollt, ob ihr Facecam wollt. Ich lasse das jetzt einfach drin, ich habe gerade keinen Bock, das neu aufzunehmen. Nein. Okay, ich habe mich wieder gefangen. Okay. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mich jetzt öfters wieder aufnehmen möchte, Video von mir dazufügen möchte, ob ich jetzt komplett durch die Gegend quatsche in den Videos. Ja, lasst einfach mal ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet oder ob ich mich lieber nur aufs Zeichnen konzentrieren soll. Und an der Stelle muss ich direkt mal sagen, es macht mir wirklich, wirklich Spaß, so richtig YouTube-Videos zu machen. Zuvor habe ich einmal bloß, ja, Speed-Up-Videos gemacht von meinen Zeichnungen, wie es jetzt halt ist, nur eben ohne Voice-Over. Ich meine, solche Videos werde ich auch ab und zu noch hochladen, weil ich habe nicht immer was zu den Zeichnungen zu sagen, die ich mache. Oder ja, wirklich groß Kontext zu geben und all das. Manchmal sind es auch einfach Livestream-Sessions, die ich dann halt direkt beschleunige auf 100% und die ihr euch dann nochmal reinziehen könnt, wenn ihr Livestreams verpasst habt. Aber gut, genug von meinem blöden Gebrabbel. Wir sind nämlich fast fertig mit dem Bild. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe es. Was wahrscheinlich unschwer zu erkennen sein wird für die Leute, die mich auf Facebook folgen. Die mir auf Facebook folgen, oh mein Gott. Weil ich es dort angepinnt habe, einfach weil ich so stolz drauf bin. Und ich bin sehr stolz auf die Verbesserung, die ich über die Jahre durchgemacht habe. Und ich liebe Flera. Sie ist so, so süß. Das Originaldesign damals war von dem Künstler Jin. Als sein Stil noch ganz, ganz, ganz anders war. Und ja, ich liebe sie seitdem.
Ich komme nur echt leider nie dazu, sie großartig zu zeichnen, wie es mit so vielen Charakteren von mir ist. Ich habe ungefähr 200, ich sage jetzt einfach mal grob 250 Charaktere. Ja, if you feel me, lasst einen Kommentar da. Wie viel habt ihr? Seid ihr auch OC-Horder? Wir können gerne eine kleine Gesprächsrunde machen. Der Club der anonymen OC-Horder, wie wär's? Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, also lasst euren Senf da auf YouTube, auf Discord, auf Facebook, überall, wo man kommentieren kann. Tut es einfach. Und wenn ihr so lieb seid und mich bei Ko-fi abonnieren möchtet oder mir einfach bloß folgen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Ich würde mich sehr freuen. Aber jetzt sind wir auch schon fertig, also sage ich jetzt gar nichts mehr. Macht's gut.